Du müsstest egal, dass das mit die Face ist mit dir. Ich schau mir jetzt den Frank Underwood an. Ich bin bei der vierten Folge der vierten Staffel und die Leute sterben langsam weg. House of Cards. Kate Mara is back. Dieser Blick von Frank Underwood. Wow. Nichts und niemand kann diesen Typen aufhalten. Mr. President. Wow, dieser Conway ist ein neuer Gegenspieler bei House of Cards. Die Art und Weise, wie er das mit der Politik angeht und der Kommunikation. Dieser Conway, der Republikaner, versucht wirklich, einen auf YouTube-Star zu machen. Angreifbar und ganz nah für seine Wähler. Wow. Wir haben es bei Obama schon gesehen, aber ich glaube, das war nur der Anfang. Die Idee von diesem Conway hier ist, glaube ich, wirklich das, was in der Zukunft kommen wird. Es geht jetzt los. Die letzten vier Folgen der vierten Staffel House of Cards. Und ich bin vorbereitet. Ich habe mich gerüstet mit Käsekuchen und Schokomilch. Meine Wahl der Verpflegung ist vielleicht nicht ganz politisch super cool, aber lecker. Also. Familienidylle beim Frühstück. A la House of Cards. Noch eine Folge. Und dann ist Staffel 4 vorbei. Es ist spannend. Wird er gewinnen? Wird Frank Underwood und Claire Underwood Mr. und Mrs. President und Vice President? Das ist die Frage. Ups, Spoiler. That's right. We don't submit to terror. We make the terror. Die letzten paar Sekunden dieser Staffel waren wahrscheinlich die stärksten überhaupt. Ansonsten fand ich die gesamte Staffel etwas.